Das Ausscheiden bei Let's Dance musste Mimi Kraus erst verkraften. Jetzt meldet er sich mit einer tollen Nachricht bei seinen Fans. Der Schockstand Handball-Weltmeister Mimi Kraus, 39, und seiner Profitanzpartnerin Maria Maxina, 26, deutlich ins Gesicht geschrieben. Am vergangenen Freitag mussten sie sich mit Starkoch Ali Güngör-Müs, 46, und Christina Luft, 33, aus dem Let's Dance-Wettbewerb verabschieden. Let's Dance? Mimi Kraus schied unglücklich aus, das. Obwohl das Tanzpaar für seinen Charleston 24 Punkte abgesahnt hatte, und damit sowohl mit Knossi, 36, und Isabel Edwardson, 40, als auch mit Taimen Krause, 28, und Ekaterin Leonova, 35, sowie Sharon Battiste, 31, und Christian Polans, 44, gleichauf im Mittelfeld des Tableaus lag. Am Ende kostete beide Promi-Kandidaten wohl der Jury Tanzmir Joachim Jambi, 58, das Ticket in die achte Runde. Die Gruppe, zu der auch mit Favorit Philipp Boll, 35, zählte, landete auf dem letzten Platz und musste sich mit 6 Zusatzpunkten zufrieden geben, wo die Konkurrenz 8 bzw. 10 Zähler einsackte. Entsprechend kurz angebunden war Mimi Kraus nach der Sendung auf Instagram. Wir sind sehr niedergeschlagen, berichtete er kurz und bündig. Let's Dance. Maria Maxina hat noch so viel zu geben. Zum Wochenstart hat der Handball-Weltmeister seine Enttäuschung offensichtlich überwunden. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich habe nur die Zeit mit meiner Familie genossen, erklärte er die Sendepause gut gelaunt auf Instagram. Er habe das Ausscheiden erst einmal verdauen müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das mitnimmt, muss ich gestehen, aber mir geht es gut. Besonders traurig sei er für seine Tanzpartnerin Maria Maxina. Diese Frau hat noch so viel Dampf und noch so viel zu geben. Let's Dance sei eine geile Reise gewesen. So Kraus weiter. Let's Dance. Mimi Kraus will bei Andrzej Cibes weiter tanzen. Und er hat noch etwas zu verkünden. Zwar nicht im Live-TV, aber im Privatleben wird er ein Comeback auf dem Tanzparkett feiern, um das frisch Gelernte nicht gleich wieder zu vergessen. Auf Instagram wendete er sich an Profitänzer Andrzej Cibes, 35, der mit Natalia Jegorowa, 49, bereits früh aus dem Wettbewerb ausgeschieden war. Seine Tanzschule befindet sich nämlich in relativer Nähe zu Kraus Wohnort. Ich würde das schon gern vertiefen, so Kraus. Bei Let's Dance wird Kraus auf jeden Fall schon sehr vermisst. Was machen wir ohne seinen Kaffee, äußerte sich Christian Polans, 44, am Wochenende. Der Handballer hatte die Profis und Kandidat innen als Barista der Staffel permanent mit seinen Kaffeekreationen verwöhnt.